Hallo, ich bin Monika Gibson. Mit einem weiteren Wirtschaftskalender werfen wir einen genaueren Blick auf die wichtigsten Nachrichten für Freitag, den 16. Oktober. Die letzte Schätzung des Verbraucherpreisindex der Eurozone für September erscheint um 9 Uhr. Die erste Schätzung verzeichnet einen VPI-Rückgang um 0,1% auf Jahresbasis, was eine Rückkehr zur Deflation nach 5 Monaten moderaten Wachstums markiert. Kanadische Herstellerlieferungen für August folgen um 12.30 Uhr. Der Umsatz stieg im Juli heftiger als erwartet, durch starken Zuwachs im Auto- und Autoteilvertrieb angetrieben. Die US-Industrieproduktion für September folgt um 13.15 Uhr. Sie rutschte im August ab, nach einem Anstieg um 0,9% im Vormonat. Das genau beachtete vorläufige Verbrauchervertrauen für Oktober kommt um 14 Uhr. Im September überraschte der Index auf der Unterseite und fiel auf den niedrigsten Stand seit 10 Monaten. Und US-Joyce-Stellenangebote für August werden zur gleichen Zeit zur Verfügung stehen. Die Zahl stieg im Juli auf einen Rekordwert. Das war der Wirtschaftskalender für Freitag. Bis dann.